Leute, es geht los. Neuer Stream auf Twitch mit Abraham Lincoln. Ich habe, liebe Grüße an YouTube, Leute. Ich habe gar nicht mitbekommen, was sich hier an Drama gerade auf Twitch ereignet hat. Wir haben eine sogenannte Kanalpunkte-Wette gestartet. Erkläre ich euch mal. Da können Leute, wenn die hier regelmäßig auf Twitch zugucken, Punkte generieren, Punkte gewinnen. Man guckt zu und bekommt so Punkte. Ne? Die kann man hin und wieder investieren in Glücksspiel. Und wir haben gerade eine Abstimmung gemacht, ob wir beim heutigen Stream, der gerade hier startet, an einem Freitagabend, am letzten Freitag im Januar, ob ich es schaffen würde, heute den Sieg zu bekommen. Sprich, wie viele Kulturen, vier sind es noch maximal, ich heute überholen kann beim Kultursieg. 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Und es hat tatsächlich eine einfache Mehrheit der Leute abgestimmt. Dafür, ich würde heute angeblich gewinnen. Mit anderen Worten, Leute, die leidenschaftlich an mich glauben, aber denen nach meiner pessimistischen Annahme jeglicher Ziffernstand fehlt. Es tut mir leid, aber ich bin so unter Druck, ich muss mich jetzt sofort beeilen. Die Leute verlieren ihr letztes Hemd, ihr Hab und Gut, ihre letzten Punkte. Ich versuche so viel wie möglich hier zu reißen, ganz schnell eine Runde weiter. Ganz, ganz fix hier. Ich mache schon mal Folgendes. Wir haben im Augenblick die Politik geachtet drin, durch die man wunderschneller baut. Und die nutze ich mal fürs Roden hier unten. Das wäre hier unten schon mal ein paar... Einmal Modernisierung entfernen und dann... Ja, und dann roden wir hier nächste Runde. Hier bitte auch. Wie viele Produktionspunkte machen wir dabei kaputt? Gar nicht so viele, nur zwei sind es, glaube ich. Einmal Modernisierung hier entfernen. Eine Modernisierung hier vorne entfernen. Alles klar. Eine Runde weiter. Grüße an René, Chatmod 2 eingetroffen. Liebe Grüße an Jim Rayner. Bitte aus dem Chat begrüßt bitte Jim Rayner und Jetta Space hier. Ja, ich könnte einfach tricksen. Ihr kennt das von manchen Echtzeitstrategiespielen. Ich habe zuletzt Teamworld Build hier gezeigt. Das habe ich mit doppelter Spielgeschwindigkeit gespielt. Weiter Teil des Streams. Könnte ich hier auch machen. Ich glaube, es gibt in Optionen irgendwo so einen Schieberegler. Da kann man einstellen, wie viele Runden pro Zug umgehen. Da stelle ich einfach 10 Runden pro Zug ein. Oder gibt's das nicht? Leute, gibt es so einen Schieberegler bei Civ 6? Oder erzähle ich gerade ein Gerücht? Der Militärpionier... Ah, hier bauen wir Eisenbahn. Mhm. Hier eine anscheinend bauen. Okay. Ja, Civ und Schieberegler? Doch nicht. Gibt's das nicht? Schließt das einander aus? Wo wollte ich denn mit dem hin? Einmal alles aufdecken. Hier ins Rückwitter. Dann, ja, wir wollen alles mit Solarparks zupflastern. Denn wir hatten, glaube ich, die Biosphäre fertiggestellt. Das Weltwunder, was alle Energieerträge hier im Bild zu sehen, aus regenerativen Energiequellen, Solarparks, Windparks und so weiter, verdreifacht und zugleich auf deren Geländefeldern, ob bewirtschaftet oder nicht, Tourismuspunkte pro Runde in Höhe dieser verdreifachten Energieerträge erzeugt. Deshalb baue ich überall Solarparks hin, überall wo es geht hier. Civ 12 mit irgendwo eine Rockband bei den Nachbarn, bei uns können die nicht rüberkommen. Wäre eine Politikkarte drin, dass das nicht geht hier. Verwirrt vor lauter verwirrter Verwirrung. Die Gouverneure brauchen wir nicht. Das sind zwei Politikkarten. Die linke ist ein Must-Have. Online-Communities. Must-to-have. 50% mehr Tourismus von allen Civs, zu denen wir Handelswege haben. Das sind alle. Und mehr Kultur pro Stadtstaat, in dem wir souverän sind, kann man auch machen. Ist eine höhere kulturelle Defensive. Das erste ist wichtiger. Und jetzt wollen wir aber erstmal gucken, dass wir haben ja die Politikkarte dran, mit der man höhere Rodungserträge für Weltwunder bringt. Einmal roden hier. Einmal roden hier vorne. Nur noch 9 Runden und wir können die Wälder auch neu pflanzen mit den Sägewerken. Das könnten wir machen. Theaterplatz-Festival? Stimmt, wir wollen jede Menge Kultur erzeugen und weitere Punkte für große Künstler und Co. Rest lassen wir so. Zwei Theaterplatz-Festivals hintereinander, bitte. Wir können einen Gouverneur befördern. Uns fiel beim letzten Mal schon nicht ein, wie wir das gescheit machen könnten. Würde ich im Augenblick lassen.
Nächste Ausrichtung, die wir nehmen. Das brauchen wir nicht hier vorne. Den Unternehmenslibertarismus. Libertarismus? Ja, tatsächlich. Das hier vorne gibt Politikkarten, die wir nicht brauchen. Irgendwo hier vorne sind viele spannende Sachen. Wir gehen mal hier rein und gucken, was danach freigeschaltet wird. Ein weiterer Handelsweg für Lincoln, damit das Opernhaus von Sydney schneller entsteht. Und wir schauen mal, was haben wir im Augenblick für eine Regierungsform drin? Boostet die ausländische Handelsdistrikt? Boostet die ausländische Handelsrouten? Nein, hier E-Commerce. 2 Produktion, 5 Gold von allen Handelswegen. Das brauchen wir nicht mehr zwingend in Lincoln. Das sind nur wenige Runden, in denen das Weltwunder läuft. Wird das Opernhaus von Sydney woanders auch noch gebaut? Ja. Oh, und die sind weit. Die brauchen noch 12 Runden. Und wir brauchen 9 Runden. Also wenn die nicht tricksen, schaffen wir das. Wir können auch zweimal roden gleich noch. Es ist... Allianzen waren abgelaufen. Die haben wir allerdings alle wieder erneuert. Hier hat er es gebrannt. Okay. Hier vorne könnten wir nochmal einen Solarpark hinstellen. Hier können wir auch noch ein paar Sachen hinsetzen. Kann man, ja, da sollte man einen Windpark draufsetzen können. Das geht. Rennen wir mit dem Kollegen einmal hier hin, bitte. Und jede Menge Solarparks hier vorne. Da hinten kann man noch einen hinpacken. Der macht einen hier vorne hin. Gibt alles Tourismus. Hatten wir eben besprochen. Hier oben noch ein Sägewerk hin. Gibt noch mehr Produktion hier vorne. Und den hier und den Kollegen hier können wir dann hier den Solarpark machen lassen. Und den hier, mit dem ziehen wir dann hier drauf. Mit dem hier hinten ziehen wir. Warten wir mal ab. So, ein weiterer. Hier hatten wir uns ein Artefakt geholt. Hier uns das nächste. Graben einmal, schauen, was passiert. Und wir bekommen eines wahrscheinlich aus der Klassik. Es könnte auch früher sein, aber keine spätere Epoche. Wahrscheinlich die Klassik. Aus der Klassik haben wir und aus der Antike haben wir zwar schon Artefakte, aber die sind alle schon in Mottos untergebracht. Können also frei wählen. Da wir im ordentlichen Territorium von Saladin unterwegs sind. Ja, ich nehme mal Saladin. Und es ist ein Mosaik aus der Klassik von Saladin. Mhm. Dann haben wir hier einen Händler. Wollen wir diese Stadt wirklich boosten? Was muss die hier noch alles bauen? Baut im Augenblick die Hochwassersperre. Danach ist im Bau der hydroelektrische Staudamm. Wir müssen auch noch ein Einkaufszentrum bauen. Das erzeugt ebenfalls Tourismus, Konsulat und Co. Ja, die Stadt zu boosten könnte durchaus sinnvoll sein. Müssen wir noch zu irgendeinem anderen, haben wir irgendwo einen Handelsweg nicht zu irgendeinem anderen Stadtstaat? Wir suchen zu irgendeiner anderen Konkurrenz. Zulu werden versorgt, die bekommen dadurch den Tourismusbonus durch Handelsrouten. Die Araber werden versorgt, die Römer werden versorgt und die Kongolesen, alle 4. Wir können also frei wählen, wohin wir gehen. Sehr viel Produktion und sehr viel Nahrung. Kuschek könnten wir machen. Und das machen wir auch einmal. Sind wir unten in Sansibar? Stimmt. Hier wollten wir, hier sind wir also Suzerän. Wir wollten aber noch Gesandte entfernen. 90% Wahrscheinlichkeit. Wir versuchen unser Glück. Hier gibt es, glaube ich, in einer Runde... Kommt das Geländefeld dazu oder das hier in der nächsten Runde? Stellen wir uns mal hier drauf und gucken nächste Runde, welches es geworden ist. Ah, hier gibt
gibt's eigentlich nichts mehr aufzudecken. Die Wahrscheinlichkeit, dass hier oben Artefakte sind, das ist gen Null eigentlich. Ein Händler in Lincoln, ja, wie gesagt, könnten wir machen, um auf Nummer sicher zu gehen wegen des Opernhauses. Noch danach gibt es ja noch Dinge, die man hier bauen kann. Wir starten denn hier mal. Sehr viel Produktion Richtung Brotduck. Go bitte. Hier bauen wir an unserer Eisenbahnlinie weiter. Gibt es hier irgendwelche Schwier? Das ist alles schon zugepflastert mit Modernisierung. Wir könnten super an den Orten, die komplett ausgebaut sind, Minen zum Beispiel ersetzen durch Windparks, weil Windparks halt 6 Tourismus bringen bei uns, so wie wir gespielt haben. Wir könnten auch hier die Bauernhöfe überall entfernen. Auf Schwemmland geht das nicht. Das ist Schwemmland. Das hier vorne ist auch Schwemmland. Da können wir keine Solarparks draufsetzen. Gibt es noch einen anderen Bauernhof? Was ist das hier vorne? Das ist kein Schwemmland. Da können wir drauf gehen. Einmal hin, einmal Modernisierung entfernen, bitte. Gibt es irgendeine ausgebaute Stadt schon? Hier. Gewaltig braucht, glaube ich, keine weiteren Bürger. Wohnraum. Die Stadt platzt aus allen Ecken. Wir haben sogar ein Minusnahrung hier im Augenblick. Das finde ich auch gar nicht so schlimm. Da könnten wir problemlos noch ein paar Nahrungsfelder sogar umwandeln. Verdienen wir halt einen Bürger. Das dauert ja ewig, bis das hier runtergerattert ist. -3 haben wir im Augenblick. Können es auch so lassen. Das ist mir eigentlich vollkommen egal. Oder wir bauen mal einmal hier kann man zumindest einen Bauernhof hinsetzen, das gleicht was anderes aus wieder. Da können wir das eben zum Beispiel hier hinziehen und da weitermachen. Es gibt hier wirklich nicht mehr viel, was man machen könnte. Da vorne können wir einmal umwandeln. Könnten Produktion entfernen, aber solange hier nicht alles gebaut ist, mache ich gar nichts. Wir parken den mal einfach hier in der Mitte. Parken die in den Städten hier. Oh, da könnte man was draufsetzen. Gehen wir mal schauen. Ein Seebad. Wie viel bringt das an Anziehungskraft? Viel. Ein Seebad hier drauf, bitte. Bringt nochmal Tourismus. Dann gehen wir, schauen uns die Politikkarten an und überlegen uns, was nehmen wir raus, was lassen wir drin. Die Wunderkarte brauchen wir. Ich will unbedingt reinnehmen die Karte mit dem... Hier, in dem brauchen wir nicht unbedingt die grüne, die uns mehr Kultur bringt. Das wären 20% oder 25% mehr. Wir haben so viel Suzerän-Status-Effekte dann. Aber ich würde auf jeden Fall die gelbe reinnehmen wollen, die uns mehr Tourismus gibt. Die Frage, was nehmen wir dafür raus? Könnten die Grüne hier rausnehmen, Handelskonföderation auf etwas Geld verzichten. Wir könnten auch auf die endlos vielen Einflusspunkte pro Runde verzichten. Es könnte sein, dass wir irgendwann in irgendeinem Stadtstaat mit dem Archäologen nicht reinkommen. Wir können auch auf die Wissenschaft hier verzichten, den Bonus. Gibt es hier was Spannendes, das wir noch aufdecken müssen? Ja, hier hinken wir hinterher. Ich würde das ja noch ein bisschen durchziehen. Das heißt, wir nehmen mal... diese Karte hier raus, Kanonenboote Diplomatie. Nehmen die Online-Communities rein. Würdet ihr die drin nehmen? Hier vorne Musikzensur ist ja drin, Dschungelschleich. Die brauchen wir auch wegen den Rockbands aus dem Kongo. Würdet ihr die hier rein drin lassen oder rausnehmen? Wir haben ja die Internationale Raumfahrtagentur. 5% Wissenschaft pro 5 Suzerän-Dingskirchen, die wir haben. Ja, wir sind 5-mal Suzerän, glaube ich. Das wären 25% mehr Wissenschaft oder wollen wir 25% mehr Kultur haben? Wir hinken eigentlich bei der Forschung eher zurück als bei der Kultur. Ich würde es eigentlich so lassen, weil wir hier so doof hinterher hinken. Und, ne? Wir lassen es mal so. Wir machen es mal so.
Fremde Rockbands mopsen Auslandstouristen, Dschungelschleichigs, das hatten wir in einem Let's Play mal ausprobiert. Hier oder in einem anderen, da konnte man das deutlich sehen. Die Handelskonföderation rausnehmen. Wegen des Goldes und gegen Wasser eintauschen. Das Gold möchte ich einsetzen, um gleich einen großen Händler zu kaufen. Oder eine große Händlerin, die bringt uns plus irgendwie einen Bonus auf Tourismus, einen prozentualen Dicken. Ja, deshalb will ich den eigentlich gerne drin lassen. Ja, mittlerweile, das könnten wir lassen einmal kurz so, wie es ist. Ich zeige euch mal, worum es ging. Es geht hier um Melita Benz. 25% Tourismus drauf. Wir haben ja mit allen einen Handelsweg. Da müssen wir nachher teuer einmal einkaufen gehen. Brauchen wir sehr viel für. Wie viele Musikwerke wir haben? Wir haben einige. Wir könnten die Politikkarte reinnehmen, ja. Ich glaube, wir wollten bei ihm weiter plündern. Wenn ich mich recht entsinne, hatten wir auch gerade die Allianz erneuert. So, es ist... Ach, in dem Augenblick ist die Allianz ausgelaufen. Es ist genau umgekehrt. Einmal Freundschaft erneuern. Oh, und obwohl er uns grollt, macht er uns das. Und wir holen mit ihm, ja, die einzige Allianz, die übrig ist, die religiöse. Lass uns da etwas Geld dafür zahlen. Ach so, zuerst verkaufen wir ihm die offenen Grenzen. Dann, wie sieht es mit Gunst aus? Wir haben einen Plus. Demnächst ist ein Weltkongress. Ich würde im Augenblick es da oben mal sammeln, die Gunst. Da würde ich gar nichts verkaufen. Wir könnten mal schauen, ob wir andere Ressourcen verkaufen. Ob wir jemandem Alu verkaufen könnten zum Beispiel. Das geht hier in diesen 20er-Effekten. Einmal hier nachfragen. Geld ist ja auch da. 19, das ist eine ganze Menge. Und wie viel gibt der Kollege neben ihm? Auch 19. Und er würde uns 5 wahrscheinlich abkaufen. Gibt es noch was anderes, was er uns eventuell abkauft? Uran. Ja, gibt er unfassbare Mengen für aus. Gibt es irgendeinen Grund dafür, ihm kein Uran zu verkaufen? Chaka ist doch immer friedlich. Die haben die Allianz. Uran brauchen sie alle, genau. Also das ist krass hier. Wir kaufen ihm Uran. Und zwar 20. Wir verkaufen ihm das Alu. Könnten ihm auch noch Cola andrehen. 2 Stück sollte er uns abkaufen. Und dann 5-mal Alu. $45, 30 Runden lang, das können wir mal einsacken. Das ist soweit okay, denke ich. 6 ginge auch, jetzt habe ich 5 gemacht. Dann wollten wir noch schauen, ob wir ihm auch noch Aluminium verkaufen, den Römern. Der gab auch einen guten Preis. Er hat 14, das heißt, er wird uns wahrscheinlich 8 abkaufen. Nehmen wir alles mit. Was ist sonst noch drin und unterwegs? Kohle können wir an Singabande verkaufen. Und Öl ebenfalls. Sie ist pleite. Sie ist völlig pleite. Wie sieht das mit diesen Ressourcen? Ach, wir haben die Handelsabkommen mit ihr sind gerade ausgelaufen. Wir bekamen von ihr, ich glaube, das ist in dieser Runde passiert, bislang immer Zitrusfrüchte, Färbemittel und Tabak. Das müssen wir uns neu holen. Färbemittel. Kein Tabak. Nee, Färbemittel und Marmor war es. Die beiden waren es. Einmal 10 Gold. Also, weil die haben uns echt eingeschleimt hier. Das ist echt gut. Den Rest haben wir. Wir haben Perlen und wir haben auch selber Gewürze. Können wir auch beides ihr nicht verkaufen. Das machen wir. Die sind jetzt wieder da. Dann sollte eigentlich bei Saladin auch gerade ausgelaufen sein Tabak und
Zitrusfrüchte. Ja, geben wir ihm. Oliven haben wir auch nicht. Wir haben keine Oliven. Die nehmen wir auch noch. Jetzt sollte alles passen eigentlich. Den Rest haben wir. Ja. Dann gehen wir nochmal vorne rein. Hi Marcel, grüß bitte noch ein Chatmod da. Bitte liebe Grüße an den Marcel. Drei Chatmods da, ihr werdet betreut von René, von Andreas und von Marcel hier. So, und an wen verkaufen wir sonst noch was? Sie war pleite. Hier ist noch etwas Öl möglich. Die 17 hat im Augenblick 16, sollte uns also 6 abkaufen zu einem guten Preis. Dann verkaufen wir, dann könnten wir ihm auch Uran anbieten, alle 10. Und das war's, ne? Kohle. Kohle hat er auch. Das ist es. Das dritte bieten wir ihm mal an. 33 Gold, 30 Runden lang. Sehr schön. So kommt das Geld hier zusammen. Sie ist blank. Kongo hatte nur 10 Gold. Ihr können wir nichts verkaufen. Und das war's jetzt. Mehr ist nicht drin. Hier könnten wir noch ein bisschen Öl drauf packen. 5 sollte man uns abkaufen. Jetzt haben wir wieder etwas Geld dazu. Wir bekommen eine große Persönlichkeit. Es handelt sich um 2. H.G. Wells, den tollen Science-Fiction-Schriftsteller. Die Zeitmaschine und Krieg der Welten. 2 absolut tolle Bücher. Und auch tolle Filme, die dabei entstanden sind bei diversen Verfilmungen. Ganz toller Typ. Claude Monet. 3 große Kunstwerke können hier erzeugt werden. Boston, Theaterplatzfestival. Wir könnten den Seehafen hier noch durchziehen, von wegen einmal mehr Geld. 7 Runden. Danach dann weitermachen mit den Theaterplatzfestivals hier. Philadelphia, ein Seehafen ist da, sehr schön. Noch ein Weltwunder, Torre de Belém, bringt uns irgendwas mit Handelswegen und bei Fertigstellung erhalten alle Städte, die nicht auf dem Heimatkontinent liegen, das Gebäude mit den geringsten Produktionskosten, das sie momentan bauen könnten, kostenlos für ihr Stadtzentrum. Wir checken mal die Kontinentübersicht. Das ist der Startkontinent. Das heißt, es würde die Gebäude hier, die Städte hier oben betreffen, alle. Die ihr nicht, das ist der Startkontinent, aber ab hier. Was ist, gibt es denn überhaupt noch nennenswerte Gebäude, die man im Augenblick bauen kann im Stadtzentrum? Die Kanalisation. Wir kennen alle eine Gratis-Kanalisation. Oh Gott, eine Wassermühle. Eine Gratis-Wassermühle hier vorne. Was käme hier rein? Eine Kanalisation. Ja. Also alle Gratis-Kanalisationen gerne. Können wir machen. Finde ich cool. Machen wir. Spricht da irgendwas gegen? Ja. Dagegen spricht, dass das die Stadt ist mit dem Mausoleum von Halikarnassos. Hier vorne zu sehen, dass jedes der Küstengeländefelder so diverse Extra-Erträge gibt. Das spricht dagegen, weil wir ein Feld dann überbauen, aber naja. Nome, 23. Abonnement, danke fürs Subben, liebe Grüße an unseren Nome, danke dir ganz herzlich. Talarius fragt, warum wir so viel Armee haben, das ist unsere Eigenschaft als Abraham Lincoln mit den vielen Industriegebieten und den Gebäuden drauf, die erzeugen ja immer die Gratiseinheiten, ganz genau. Dann lass uns doch hier das Weltwunder bauen. Torre de Belém, Freiheitsstatue. Brauchen wir eigentlich nicht. Wäre für Diplomatie-Siegpunkte. Da hinken wir, glaube ich, hoffnungslos hinterher. Da kann eigentlich auch niemand anders gewinnen.
Das halte ich für eher unwahrscheinlich. Und wir schauen mal, ob Torre de Belém irgendwo gebaut wird im Augenblick. Nirgendwo. Jetzt will ich auch wissen, ob die Freiheitsstatue irgendwo gebaut wird. Einfach der Neugierde halber hier. Auch nicht. Wir bauen Torre de Belém. Geht in 13 Runden. Man könnte sie auch in einer anderen Stadt bauen, übrigens. Das Weltwunder. Und hier werden tolle Sachen kaputt gemacht. Wie wäre es denn mit New Orleans? Ein Theaterplatzfestival raus, Torre de Belém in 11 Runden. Und wird das hier kaputt machen? Wäre auch eine Option. Ne? Also hier geht dieses Geländefeld kaputt. 7 Gold, 4 Nahrung, 2 Produktion. Muss neben dem Hafen gebaut werden. Die sind geringfügig besser, die Felder hier. Hier gibt es einen Nahrungsüberschuss von plus 14. Hier oben gibt es einen von plus 21. Dann lass uns doch hier oben überbauen. Hier. Machen wir es hier vorne. Ja? Und wenn man natürlich, hier gibt es etwas weniger Produktion in der Stadt, weil der Hafen dann natürlich, weil Bundesressource weg, mit in Kombination mit der Politikkarte 2 an Produktion verliert, ist halt so. Philadelphia, Seehafen. Theaterplatzfestivals bitte. Wir brauchen das Wunder nicht, aber ich nehme es gerne mit, Herr Knack. Filmstudio. Das ist gut. Doppelt so Tourismusanträge in der Stadt. Hatten wir hier schon einen Wohnpark. Danke an Jens. Liebe Grüße an Jens. Danke dir fürs 5. Abo hier. Sehr freundlich. Hatten wir hier schon ein Einkaufszentrum gebaut? Pardon. Doch ein Einkaufszentrum, das uns mehr Tourismus bringt. Bislang noch nicht. Das heißt, wir könnten hier noch ein Wohnviertel bauen, dann haben wir auch mehr Wohnraum. Hier ist ja alles gebaut ansonsten. Ah, wir wollten von New York aus hier einen Wasserpark hinsetzen. Das können wir machen. Dann bekommen wir noch mehr Annehmlichkeiten für die Städte hier vorne. Das ist eine gute Idee. Dann müssen wir das Geländefeld hier kurz dazu kaufen. Ist da beiden was? Das obere. Wenn man hier hin. Chicago Bulgo. Wohnviertel ist da. Nächster Schritt wäre jetzt das Einkaufszentrum. Mehr Tourismus, mehr Annehmlichkeiten. Und hier in New York. Ja, das bauen wir nachher aus. Und das ist der, der übrig geblieben war hier. Ein neues Sägewerk draufsetzen. Und hier würde ich eigentlich gerne roden, damit das Opernhaus bald zu Ende ist. Aber wir können auch schon mal. Also Wald bringt 2 mehr an Produktion. Solarpark 1 Produktion mehr und jede Menge Tourismus. Wer sagen, wir kriegen es durch die Rodungserträge auch so hin, würde ich sagen, wir können danach wir können auf Sägewerk verzichten und erstmal hier auch für mehr Tourismus sorgen und bauen ja schon mal überall Solarparks hin. Ja. Da wollten wir die Eisenbahn ausbauen. Große Künstler, große Literaten. Und die erzeugen mehr Schriftstellerpunkte. Wir haben Pingala in der Stadt hier. Hatte eine Beförderung durch die große Literaturwerke. Mehr Tourismus bekommen hat er. Das heißt, den sollten wir in der Möglichkeit einsetzen hier in Lincoln. Den beamen wir mal hier vorne hin. Es sei denn, hier sind schon Literaturwerke. Noch keine. Und Claude Monet, der muss zu einem Kunstmuseum hin. Da vorne ist Platz.
Ja, wir wollten auf Bauernhof, um hier auszugleichen, dass dann woanders ein Solarpark hinsetzt. Hier kommt der Solar. Das ist ein Seebad hier vorne. Oh, wie cool. Tatsächlich. Ja. Oh, ich glaube sogar. Ja, das bringt das mehr Tourismus oder weniger als der Solarpark. Ich weiß es gar nicht genau. Ich habe nicht mehr alle unsere Bonusse im Kopf. Pferde reparieren wegen der Anziehung. Wo war denn das? In welcher Stadt dschungelschleichigst? Ein zweiter Militärpionier ist entstanden. Den können wir benutzen. Hier startet die Eisenbahn. Genau. Einmal hier hin. Eine Mine entfernen, das sollten wir nie und nimmer machen. Wo war das mit den Pferden? Links gehen neben der Stadt hier vorne. Einmal Pferde reparieren. Ja, sehr gut. Danke euch. Hier gibt es nichts mehr zu machen im Augenblick. Ich bin noch nicht bereit, auf die ganze Produktion hier zu verzichten. Einmal buddeln bitte. Was bekommen wir? Welches Artefakt ist im Topf? Seit dem Industriezeitalter, da haben wir im Augenblick eines von Singa. Also aus der Renaissance haben wir eines von Saladin. Es kann auch was Früheres sein. Deshalb nehme ich einmal die Barbaren hier. Und wir haben tatsächlich Industrieland, Industrie und Barbaren. Okay. Mhm. Da ist der Windpark. Und wieder eine Runde weiter. Gouverneurstitel. Wir wissen nicht, wohin damit. Politikkarten bleiben alle so wie gehabt. Und wir haben... Wo stehen wir mittlerweile? Beim Tourismus? Im Schneckentempo. Hier steht Sieg in 14 Runden. Das ist aber echt Quatsch. Das sind irgendwelche... Ich frag mich nach. Irgendwelche kurzfristigen Effekte hier.